Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, liebe Gäste oben auf der Tribüne. Zum Thema Gleichstellung haben sich ja schon in den ersten Tagen der neuen Regierung erhebliche Unterschiede und Unstimmigkeiten gezeigt. Kaum wird im gemeinsamen Koalitionsvertrag Frauenfeindlichkeit als Problem anerkannt, äußert sich der neue Gesundheitsminister mit Tierschutzvergleichen zum Paragraphen 219a abfällig über Frauen, ihre Situation, Entscheidungen und Selbstbestimmungsrechte. Diese Unverschämtheit wurde hier schon angemessen zurückgewiesen. Derartige Aussagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen im Übrigen auch befürchten, dass die Gleichstellungsrealität der nächsten Jahre noch hinter den bescheidenen Zielen des Koalitionsvertrags zurückbleibt. Ich hoffe, das wird nicht passieren, denn dafür ist tatsächlich überhaupt kein Spiel. Die SPD, sie hat sich zu diesen Äußerungen kritisch positioniert, geht aber gegen die bekannten Gleichstellungsrückstände auch nicht mit der nötigen Dringlichkeit vor. Immerhin, der Bund will die Arbeit der Frauenhäuser stärker absichern, aber die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen, sie bleibt von halbherzigen Teillösungen abhängig. Wir hatten es erst letzte Woche anlässlich des Equal Pay Days. Der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, er wird eben nicht allein über lückenhafte Transparenzrechte zu erreichen sein. Auch beim Ehegattensplitting anno 1958 gibt es keine Fortschritte, obwohl die Abschaffung dieser Gleichstellungsbremse absolut überfällig ist. Insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, fehlt es einfach an reihenweise glaubwürdigen Signalen, dass Sie insbesondere die Frauen im Blick haben, die existenziell kämpfen müssen und von Minijobs und Minirenten leben. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf über haushaltsnahe Dienstleistungen fördern zu wollen, geht ebenfalls aus unserer Sicht genau in die falsche Richtung. Zeitliche Souveränität nur für die, die es sich leisten können, ändert nichts am Status quo der sozialen Spaltung. Wir müssen die Pflege von Menschen massiv aufwerten und ernsthafter über kurze Vollzeit für alle nachdenken, also über Arbeitszeitverkürzungen mit Lohn- und Personalausgleich. Als großer Wurf gilt jetzt, in den ersten 100 Tagen der neuen Bundesregierung mit der Teilzeitfalle Schluss zu machen. Das ist ein überfälliges Vorhaben, keine Frage. Aber viele Beschäftigte bleiben eben außen vor, da das Anrecht nur für einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen mit mehr als 45 Beschäftigten greift. Und das ist viel zu wenig. Abschließend möchte ich ein paar Anmerkungen machen zum Bereich der Queerpolitik, der bislang noch nicht so viel Erwähnung gefunden hat. Sie halten ja im Koalitionsvertrag fest, dass Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Identität frei und sicher leben können sollen, mit gleichen Rechten und Pflichten. Und dieses Bekenntnis ist tatsächlich sehr wichtig. Das ist gut, dass es drinsteht. Genauso wie Ihre Aussage im Übrigen, dafür dankt die Community sehr, sich gegen geschlechtsangleichende Operationen an intergeschlechtlichen Kindern zu stellen. Was fehlt, sind allerdings weitaus mehr konkrete Maßnahmen. Ich komme zum Schluss. Wie etwa der nationale Aktionsplan zur Bekämpfung von Homophobie und Transfeindlichkeit. Aus der letzten Legislaturperiode stammen die Errungenschaften zur Eheöffnung und zur Rehabilitation und Entschädigung der nach § 175 in der BRD bzw. 151 in der DDR verfolgten Homosexuellen. Gerade hier braucht es schnelle Nachbesserungen, damit diese Rechtsentscheidungen, für die sehr lange gekämpft wurde, auch bei den anspruchsberechtigten Menschen ankommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der letzte Redner zu diesem Themenbereich, der Kollege Michael Kiesling, CDU-CSU-Fraktion.